zurück live bei Galileo. Es gibt zwei gute Nachrichten zu diesen Bildern hier. Erstens, das ist kein schädlicher Zigarettenqualm, sondern ungefährlicher Wasserdampf. Und zweitens, wir haben die Jungs gesucht und gefunden, die diese sensationellen Kringel hinbekommen. Wie machen die das? Rauchwolken, die sich umwickeln. Rauchkringel, die durch andere Rauchkringel gleiten. Wie von Geisterhand gesteuert. Das ist die Welt der sogenannten Trickster. Wie schaffen es die Jungs, den Rauch wie ferngesteuert durch die Luft schweben zu lassen? Die Rauchtrickvideos, eine echte virale Sensation. Millionenfach angeklickt. Sie stammen von einer Truppe aus Kalifornien, die sich Vape God nennt. Zu Deutsch die Dampfgötter. Also auf nach Los Angeles. Venice Beach und Beverly Hills lassen grüßen. In der Stadt der Sonne, Strände und Palmen. Doch unsere Spur führt in ein Industriegebiet am Stadtrand. Hier soll sich das Studio der Rauchtrickster befinden. Und wir sind wohl an der richtigen Stelle. Rauch überall. Hier wird gedampft, was das Zeug hält. Gott sei Dank ist es nur Wasserdampf, der im Gegensatz zu Zigarettenrauch unschädlich ist. Und wer steckt dann nun im Nebel? Ziemlich rauchig hier. Euer Arbeitsplatz, oder? Unser Studio, genau. Ganz schön professionell. Vor schwarzer Leinwand und mit viel Gegenlicht entstehen hier die Clips, die die dampfenden Jungs im Internet berühmt gemacht haben. Zack und Danny sind fast jeden Tag hier, um ihre Fans mit immer neuen Videos zu versorgen. Angefangen mit den Rauchtricks haben beide vor 5 Jahren. Und seit 2 Jahren sind sie zusammen mit anderen Trickstern die V-Gods. Seitdem arbeiten sie an immer neuen, immer ausgefalleneren Tricks. Wie diesem, eine Formation, die sie Qualle getauft haben. Wie dieses irre Rauchgebilde genau funktioniert, werden wir später noch erfahren. Jetzt aber erstmal von vorn. Jeder Trick beginnt mit einem perfekten Rauchkringel. In der Szene O genannt. Man muss lernen, ein O zu pusten. Nur so kannst du gute Tricks machen. Ohne ein O kann man vielleicht ein paar Inhaliertricks machen, aber um richtig kreativ zu sein, brauchst du das O. Es ist Basiswissen, wie beim Skateboarden. Da musst du den Kickflip beherrschen. Dann erst geht's weiter. Wie bekommt man diese perfekten Rauchkringel hin, die Zack und Danny im Sekundentakt durch die Luft pusten? Das wollen wir natürlich selbst ausprobieren. Also zeigt uns Danny erstmal sein Arbeitsgerät. Der Rauch für die Tricks stammt von E-Zigaretten, die mit einer Flüssigkeit gefüllt werden. Dieser sogenannte Saft besteht zum großen Teil aus pflanzlichem Glycerin. Je höher der Prozentsatz dieser Chemikalie, desto mehr dampft es beim Erhitzen im Inneren der E-Zigarette. Und je mehr Dampf, umso besser die Tricks. Doch kann das wirklich jeder? Unser Reporter Johannes ist absoluter Anfänger. Der Saft hat 0 Gramm Nikotin, sollte also passen. Du hältst das einfach an deinen Mund, bläst ein bisschen Dampf aus, formst mit deinem Mund ein O und dann hustest du den Rauchkringel aus. Ganz behutsam. Na, mal schauen, ob unser Reporter das auch so behutsam hinbekommt. Er hat noch nie in seinem Leben gedampft, geschweige denn Rauchkringel in die Luft geblasen. Irgendwie kommt es mir illegal vor, aber okay, ich probiere es einfach. Muss ich die ganze Zeit auf dem Knopf bleiben? Die ganze Zeit, ja. Okay, jetzt aber. Tief inhalieren und dann... Naja, vielleicht war das einfach noch nicht genug Dampf. Danny macht es nochmal vor. Dann der nächste Versuch.
Mehr Dampf ja, aber Kringel sehen wir keine. Du musst noch mehr einatmen, damit du richtig viel Dampf zur Verfügung hast. Und mach deinen Mund noch weiter auf, dann hustest du den Kringel aus. Noch ein Versuch. Doch Johannes produziert bestenfalls Rauchwölkchen. Diesen Ring da zu machen, also überhaupt keine Chance beim ersten Versuch oder auch beim zehnten Versuch nicht. Also was die Jungs machen allein mit diesen Ringen ist schon beeindruckend. Und sie haben ja auch gesagt, sie brauchen erst mal ein paar Monate, bis man das überhaupt drauf hat. Also wäre schon ein Wunder gewesen, wenn man es beim ersten Mal jetzt geschafft hätte. Wie man einen Rauchkringel formt, wissen wir jetzt. Theoretisch. Aber was passiert mit dem Rauch in der Luft? Direkt nach dem Auspusten bewegt sich der Kringel schnell durch den Raum, sodass ein starker Luftstrom durch das kleine Loch strömt. Diese Luft wickelt sich dann in einer kreisförmigen Bewegung um den Kringel. Er wird zu einem stabilen Wirbelstrom, der sich immer weiter ausdehnt und erst dann unterbrochen wird, wenn er auf einen Widerstand stößt. Schritt 2 beim Tricksen. Man muss lernen, wie man den Rauchkringel bewegen kann. Das machen die Dampfgötter mit ihren Händen. Genau, ist der Rauchkringel erstmal unterwegs, können Danny und seine Kollegen ihn steuern. Mit vorsichtigen Handbewegungen, die dann wie eine kleine Windböe wirken und den Kringel in jede beliebige Richtung treiben. Auch nach oben. Doch die Handbewegung hat noch einen weiteren Sinn. Sie beschleunigt den Rauchkringel direkt nach dem Auspusten. Und blockiert so den anderen Rauch, der dem Wirbelstrom im Weg sein könnte. Der Kringel hat weniger Widerstand und wird automatisch größer. Die Trickster müssen dabei aufpassen. Kommt die Hand zu nahe an den Kringel, verursacht sie einen Windstrom, der den Ring wieder zerstört. Diese Handbewegungen sind für die V-Gods das A und O ihres Jobs. Die Hände machen einen riesen Unterschied. Ohne kann man nicht viel machen mit den O's. Aber mit meiner Hand kann ich den Kringel groß und dick machen. Ein O zu bewegen ist der Schlüssel für alle guten Tricks. Wenn du das kannst, brauchst du bloß noch ein paar Lichter und eine Kamera und schon sieht alles cool aus. Besonders cool und verdammt schwierig ist ein Trick, den die Truppe vor über einem Jahr erfunden hat. Der Jellyfish, also die Qualle. Was geschieht hier genau? Die Trickster bringen einen Kringel mit ihren Händen in eine optimale Position. Dann pusten sie eine kleine Rauchwolke durch die Mitte. Es entsteht die Quallenform. Aber warum? Der erste Kringel, sprich Wirbelstrom, schwebt im Raum. Die kleine Rauchwolke wird von ihm angezogen und wickelt sich um den Kringel. Es entstehen Dutzende kleine neue Wirbel, deren Luftmassen jetzt aufeinanderprallen und Rauch nach hinten verdrängen. Und so kommt es zum Schweif. Die Quallenform ist perfekt. Tricks wie die Dampfqualle haben Danny und seine Kumpels im Netz zu Superstars gemacht. Seit er die V-Gods mitbegründet hat, kann er vom Ringeblasen tatsächlich leben. Von Dannys Lifestyle können andere 22-Jährige wohl nur träumen. Ich bin jeden Tag so 2 bis 3 Stunden im Studio. Ich mache mein Zeug, schieße davon ein paar Bilder und poste sie am Abend. Ja, ich muss mich ab und zu schon selber kneifen. Ich war völlig pleite und plötzlich toure ich mit V-God durch die ganze Welt. Seitdem muss ich nicht mehr arbeiten. Geld machen die V-Gods inzwischen nicht mehr nur mit ihren Videos. Sie vertreiben ihre eigenen E-Dampfer und die passenden Säfte. Und so sind sie stets auf Achse, fliegen von Messe zu Messe. Dabei natürlich immer im Gepäck ihre coolsten Tricks. Genau, da war doch noch einer. Diese kleinen Ringe, Cheerios genannt. Es ist eine Profimethode, O's zu pusten, indem man den Hals als Auslöser benutzt und die Ringe durch Klopfen aus dem Mund schießen lässt.
Bis zu 60 Cheerios pro gedampften Zug schafft Danny. Wahnsinn. Er hat über ein Jahr gebraucht, bis er diesen Trick drauf hatte. Das ist der Trick, der die Augen aller auf sich zieht, wenn wir auf Messen und so sind. Die Leute lieben die Cheerios. Von der Qualle über fliegende O's zu den Cheerios. Wir wissen jetzt, wie die coolsten Tricks der Dampfgötter funktionieren. Auch wenn wir sie selbst wohl nie drauf haben werden. Ganz klar übrigens, dass die V-Gods nicht umsonst gearbeitet haben. Ihre Kameras liefen den ganzen Tag mit. Und so wird man die coolsten Tricks des Tages bald auch online bestaunen können. Für heute haben die Trickster aber ausgedampft. Feierabend. Ein letztes Mal staunen wir nicht schlecht. Vor der Tür stehen lauter Luxusschlitten. Und irgendwie wünschen wir uns auch, mit nichts als Rauch eine Menge Kohle zu verdienen.